Das heutige Video ist ein ganz besonderes für mich. Es ist eigentlich auch ein Mitgrund, warum ich den Kanal überhaupt gestartet habe. Ich möchte den Menschen die immense Bedeutung von körperlicher Aktivität auf deren Gesundheit näher bringen. Ich rede bewusst von körperlicher Aktivität und nicht von Sport, weil nicht jeder 7 Stunden trainieren muss, um einen gesundheitlichen Benefit zu erhalten. Sondern es geht vielmehr darum, durch Lifestyle-Activity sein Leben einfach aktiver zu gestalten. Einmal die Treppen nehmen statt den Lift. Einmal zu Fuß gehen statt mit dem Auto zu fahren. Auto ist prinzipiell schon ein gutes Stichwort. Jeder, der ein Auto hat, weiß es. Einmal im Jahr muss ich zum Service, da wird das Auto kontrolliert, ob es noch fahrtüchtig ist. Wenn nicht, wird es repariert und ich muss ein paar hundert Euro dafür zahlen, sonst darf ich in Österreich und in Deutschland nicht auf den Straßen fahren. Aber ganz ehrlich, wer von euch geht jedes Jahr zum Gesundheitscheck und lässt sich untersuchen? Was natürlich viel, viel sinnvoller wäre. Wenn mein Auto kaputt ist, kann ich mir ein neues Auto kaufen. Mein Körper habe ich nur einen. In diesem Video möchte ich euch einfach einen Überblick geben, dass körperliche Aktivität eben nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern auch auf die psychische und soziale Gesundheit wirkt. Und noch obendrein ganz, ganz wichtig für die Gehirnentwicklung und für die Gehirngesundheit ist. Ich versuche das Video möglichst einfach zu halten. Wer von euch sich aber für Studien interessiert und das Ganze noch genauer wissen möchte, den empfehle ich den Artikel, den ich in der Videobeschreibung angehängt habe. Starten wir mit dem, was ihr wahrscheinlich schon wisst oder was man am ehesten mit körperlicher Aktivität in Verbindung bringt. Bewegungsmangel ist der Faktor, der am häufigsten zum Auftreten von Zivilisationserkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Inaktivität sogar jener Risikofaktor ist, der mit am häufigsten einen frühzeitigen Tod verursacht, also schlimmer wie Rauchen, Alkohol oder Drogenkonsum. Im Gegensatz dazu führt regelmäßige körperliche Aktivität zu einer Reduktion des kardiovaskulären Risikos, was in Europa Todesursache Nummer 1 ist. Es reduziert Übergewicht und senkt das Cholesterin und den Blutdruck. Vor allem Krafttraining führt zur Festigung der Knochendichte und ist somit direkter Schutz vor Osteoporose. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Europa und weltweit sterben jedes Jahr 7,6 Millionen Menschen an Krebs. Diese Zahl wird bis zum Jahr 2030 auf 11,5 Millionen ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann in seinem Leben Krebs diagnostiziert zu bekommen, liegt bei über 40%. Regelmäßige körperliche Aktivität hat bei vielen Krebserkrankungen eine immens präventive Wirkung. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie 30 bis 40% aller Krebsneuerkrankungen verhindern kann. Bewegung kann sich auch auf die psychische Gesundheit auswirken. Es führt zu einer Reduktion von Spannungszuständen und Stress, einer Verbesserung der Stimmung, des Selbstwerts und sogar der allgemeinen Lebensqualität. Sportler klagen über weniger psychophysiologische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen. Bewegung führt zu einer Verbesserung der Lern- und Gedächtnisleistung, mehr dazu später noch im Video. Fairerweise muss man hier aber sagen, dass nicht von jeder sportlichen Aktivität eine Verbesserung der psychischen Gesundheit zu erwarten ist. Außerdem gibt es für die psychische Gesundheit keine einheitliche Definition. Aber ich denke, viele von euch kennen das Gefühl, den Kopf so richtig frei zu bekommen, wenn man im Grundlagenbereich gemütlich läuft. Der positive Einfluss von körperlicher Aktivität auf die soziale Gesundheit zeigt sich am ehesten, wenn Sport im Verein oder Bewegung mit anderen betrieben wird. Sportler sind sozial besser integriert, sie verfügen über mehr soziale Netzwerke, sie schätzen ihre Gesundheit subjektiv höher ein und haben weniger psychosoziale Probleme. Ein relativ neues Forschungsfeld ist die sogenannte Bewegungsneurowissenschaft. Bis 1998 ging man davon aus, dass es keine Neubildung von Gehirnzellen im Erwachsenenalter geben kann. Ein Baby wird mit ca. 180 Milliarden Nervenzellen im Gehirn geboren. Ein Erwachsener hat nur mehr 100 Milliarden. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den ganzen Nervenzellen passiert? Also, was ist mit den 80 Milliarden Nervenzellen passiert? Ich zeichne mal ein Gehirn auf. Keine Angst, ich zeichne keine 100 Milliarden Nervenzellen. Wenn das jetzt Nervenzellen im Gehirn sind,
Und die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, das sind die Synapsen. Und wenn das jetzt so aussieht, dann haben diese zwei Nervenzellen keine Synapsen bekommen. Was macht der Körper? Wie überall, use it or lose it, sie sterben ab. Und dieses Absterben der Nervenzellen passiert zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr. Das heißt, gerade für Kinder oder wenn ihr schon Eltern seid und Kindern habt, versucht möglichst viele dieser Nervenzellen eurer Kinder zu erhalten, weil es gibt eine ganz klare Korrelation. Je mehr Nervenzellen wir im Gehirn haben, desto intelligenter sind wir. Die Frage ist jetzt, wie kann ich sie erhalten? Wieder ganz einfache Antwort, körperliche Aktivität. Ich muss mich mit den Kindern beschäftigen. Und da reicht es, verbale Kommunikation, taktile Kommunikation, visuelle Sachen, Ballspielen, einfach bewegen. Sie müssen ganz viele unterschiedliche motorische Fähigkeiten erlernen. Alles spielerisch, wenn sich die Kinder bewegen, wenn sie Möglichkeiten haben, sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, dann werden sie mehr von diesen Nervenzellen erhalten und es später leichter haben. Wahrscheinlich ist jeder von euch, der sich das Video anschaut, schon älter als 4 Jahren, aber gute Nachricht für euch. Auch im Erwachsenenalter, weiß man mittlerweile, gibt es eine Neurogenese und eine Angiogenese. Das heißt, ganz spannende Studie aus dem Altersheim, die haben den Konzentrationstest gemacht, dann hat es eine Interventions- und eine Kontrollgruppe gegeben. Die Interventionsgruppe hat jonglieren gelernt. 6 Wochen später haben beide Gruppen wieder einen Konzentrationstest gemacht. Die Interventionsgruppe, die jonglieren gelernt haben, signifikant bessere Ergebnisse. Es kommt zu einer besseren Vernetzung des Gehirns, also auch bis ins hohe Alter reicht körperliche Aktivität, um die Gehirngesundheit zu fördern. Das können koordinative Elemente sein, wo ich mich konzentrieren muss. Es kann aber auch ein lockerer Dauerlauf sein, weil auch durch die Bewegung das Gehirn mehr durchblutet wird. Weil bei jedem Schritt muss ja trotzdem vom Gehirn der Nervenimpuls in die Beine gehen. Das heißt, 2 Stunden lockerer Dauerlauf führt zu einer vermehrten Durchblutung des Gehirns. Und das ist genau das, was wir wollen, Angiogenese. Das Gehirn wird mehr mit Nährstoffen versorgt und es können auch tatsächlich Neurogenese, neue Nervenzellen im Gehirn wachsen bis ins hohe Alter. Mittlerweile weiß man, dass es eine Neubildung von Gehirnzellen bis ins hohe Alter gibt. Und der beste Reiz für die Neurogenese und Angiogenese ist körperliche Aktivität. Viele Studien bestätigen mittlerweile, dass Kinder mit guten Koordinationswerten auch bessere Werte bei Konzentrationstests aufweisen. Die Vermutung liegt dabei in den gleichen zerebralen Lern- und Steuerprozessen. Wenn man sich jetzt noch Kinder und Erwachsene differenziert betrachtet, da muss bei Kindern und Jugendlichen die neuronale Plastizität gefördert werden. Denn Bewegung hat eine zentrale Bedeutung für die Gehirngesundheit und Gehirnleistungsfähigkeit. Die Schule ist das wichtigste Setting der Gesundheitsförderung und besonders den Sportunterricht kommt hier eine wichtige Rolle zu. Als Resümee kann man Folgendes stehen lassen. Mehr körperliche Aktivität führt zu besseren Schulleistungen. Bei Erwachsenen und Älteren führt bereits regelmäßiges Gehen zu einer Reduktion des Demenzrisikos. Aktive Menschen bleiben nicht nur länger demenzfrei, sondern die körperliche Aktivität verbessert sogar die kognitive Leistung. Dabei ist egal, welche Art, welche Intensität und welche Dauer. Körperliche Aktivität führt immer zu einer Reduktion von Demenz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel körperliche Aktivität brauche ich? Da sind sich die Wissenschaftler ein bisschen uneins. Ganz klar ist, je weniger körperlich aktiv ich bin, desto eher leide ich an gesundheitlichen Folgeerkrankungen. Aber bereits 1 Stunde körperliche Aktivität pro Woche senkt das Risiko der Gesamtmortalität. Je mehr ich trainiere, also die Empfehlung ist 2,5 Stunden pro Woche, desto eher kann ich von mehr gesundheitlichen Benefits rechnen. Prinzipiell soll das Video einfach motivieren, sich mehr zu bewegen. Wenn ihr euch das Video anschaut, seid ihr wahrscheinlich eh aktiv, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Kanal. Aber sicherlich habt ihr Freunde oder Familienmitglieder, die sich zu wenig bewegen und deren Gesundheit vielleicht nicht so ideal ausgeprägt ist. Gerade diese Leute muss man motivieren, dass ganz, ganz wenig Bewegung auch schon einen gesundheitlichen Benefit hat. Und wenn sie es eine Zeit machen, dann merken sie eh, dass es ihnen gut tut und dann wird es eh automatisch mehr.
Und körperliche Aktivität ist besser als jedes Medikament. Es kostet nichts, es hat keine Nebenwirkungen, es ist für jeden zugänglich. Jetzt zum Abschluss noch ein paar nette Zitate zu körperlicher Aktivität und Gesundheit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bleibt aktiv!